2. Was? Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Go. Die wievielste Folge ist das? Ich hab sowas von. Ja, die fünfte? Ich hab sowas von keine Ahnung mehr. Ein sehr, sehr warmer, stürmischer Tag bei uns. Oh, es geht noch. Gestern war es wärmer. Ja, gestern hat er sogar mein Computer die Frecke gemacht. Der wollte nicht mehr. Der sagt sich, nö, ich hab 90 Grad auf dem Prozessor, dann fick dich. Aber egal. So, wir wollen mal gucken, was wir heute erreichen können. Wir werden uns dann mal in Blau begeben. Wir werden die Arena blätten, um die wieder einzunehmen. Finde ich eigentlich total geil, den Trick. Da ja Bonbons ja, wie war das denn nochmal? Münzen werden ja nur nach 24 Stunden noch ausgeteilt. Danach verdient man nichts mehr. Was total bescheuert ist. Und was ist los? Ja? Achso. Ja, ja, Google Mail.von. Na, leck mich doch. Ja, wollen wir mal gucken, was wir machen. Diese Folge wird ein bisschen von Katz geplagt werden heute. Weil wir sind gerade auf dem Weg wohin, wo wir was holen müssen. Da gibt's kurz einen Cut. Dann in der Arena muss ich mich ummelden, da gibt's auch wieder einen Cut. Dann muss ich wieder in der Arena ummelden, gibt's wieder einen Cut. Ja, und zum Schluss sind wir eigentlich mal fertig. Da melde ich mich dann mal auf Xenokid an. Ein ausrangiertes Profil? Ja, oder weniger? Egal. Ist auch ziemlich hoch und ziemlich heftig. Oh, Scheiße. Aha. Alles klar, dann werden wir mal gleich eine Runde leiern. Ich hatte zwar voll Aufgaben, kämpfe fünfmal in einer Arena mit mir noch zweimal. Scheiße! Wir fehlen noch zwei, haben wir doch vorhin. Haben wir doch dann. Ja, das stimmt auch wieder. Da kann man uns beim Tricksen und Betrügen sehen. Pokémon Go ist ein sehr einfaches Spiel, was sich sehr einfach auslösen lässt. Was? Erster Pokéstop des Tages, zwei in einer Reihe. Warum? Keine Ahnung. Hä? Pokémon konnte nicht gefangen werden. Fehler 23, was? Och, leck mich doch auch. Ja. Egal. Ich krieg sowieso den 7-Tage-Run nicht richtig voll. Oh. Xenoyol hat ein buntes Ei gelegt. Was weiß er, aus dem Arsch kommt? Oh Gott. Ein graues Stein. Ja, ein grauer Kleinstein. Das würde sich da was großartig verändern. Wow. Okay. Wir sehen uns noch einen kurzen Cut. Damit willkommen zurück nach dem Cut. Wir haben ein paar Pokis hier. Weil ich habe fast einen diesen Cut gekriegt, ne? Genau an der Stelle bin ich raus, an der Stelle komme ich wieder rein. Total geil. Ein Ineko. Aber von Necro rede ich nicht, ne? Necrophil oder was? Keine Ahnung, warum das sich so nennt da. Das war schon verarschen. Ja. I'm sorry, reset that. Oder hast einmal mehr gemacht als ich? Ich bin vor Ende, Schatz. Ich brauche nur noch morgen, dann wirklich voll. Hey, ich frage mich, warum ich nicht? Ja, wir waren ja eigentlich immer zusammen unterwegs. Ja, so, ich frage nicht. Ich vermute mal, dass das Profil einfach noch verpackt ist. Das Problem hatte ich schon öfters, wenn ich mit meinem Profil in der Arena bei uns gegangen bin, dann ist bei meinem Bildschirm eingefroren. Keine Ahnung, was da los war, aber es war immer an derselben Stelle. Kannst du dich erinnern? Mhm.
total sinnlos. Fällt vor allen Dingen auf, ich hab das Headset gar nicht mit. Bei der Qualität noch ein Stück besser. Na egal. Jo, ich hab das auch. Geht doch. Ich hab mir vorher so überlegt, wenn dann hochlaufen, los von hinten hoch. Und ich mach auf dem Weg ein Livestream. Dann hab ich die Folge für heute weg. Brauch ich die nämlich nicht mehr schneiden. Okay. Warte mal ganz kurz, ich hab hier ein paar Viecher. Okay. Vor allem, ich hab einen Fehler gefunden, ne? Die Ankündigung, dass wir am Wochenende in Leipzig sind, ne? Ist in der Folge am Montag. Total doof, oder? Egal. Kann ich ja im Stream nochmal machen. Du hast es um einiges zu voll gemacht. Hier kommt Liquid hoch und das tut weh an der Lippe. Ja, ich hab's einfach nur gestern gefühlt. Ja toll, wie steht der da? Guck mal, das hängt genau. Ich hatte es gerade so, dass sie einfach gerade so hier durchguckt hat. Mhm. So, hab, bin fertig. So, dann gibt's kurz einen Cut, ich melde mich mal um. Dann sind wir wieder nach dem Cut. Du bist doch Fleisch am Fang, wa? Mit deinen blauen. Ja. Ja, der will auch ein bisschen neue Pokémon haben. Ach komm, blau. Brauch blau, blau bist du, wenn du besoffen bist. Das reicht. Blau war mein erster Account. Und dann kam Rot. Hm. Aber weißt du, wer auch blau ist heute? Ich nicht. Ich ging noch Richtung Leipzig. Guck mal, der war sogar neu für meinen Blauen. Hm. Hm. Guck mal hier, was ihr sagt, ne? Oh, ich schwitze. Ist ja warm. Geht nicht. So, dann greif jetzt an. Nee, ich warte auf dich. Ja, mit alten Zuschauer auch mal warten. Ganz einfach. Hm? Mit alten Zuschauer auch mal warten. Muss mal sein. Hm? Bei mir nur Apfel ist irgendwie räutig. Auf Dauer. Nur Apfel auf Dauer ist irgendwie räutig. Ja, die hatten nicht gemischtes. Alter! Ja, dann mal los. Jo, man sieht nicht. What? Man sieht, man sind ja blau. Also da am Rande. Unser kleiner Trick, den wir jetzt gerade begehen, ist der Trick, dass wir uns. Moment, ich kann noch nicht. Warum? Immer nur bleiben, die sind alle futsche bei denen. Den macht doch nicht, die haben so wenig bei Ohr. Ja, man hat aber gar nichts mehr so richtig. Das ist ja wirklich noch die Mullis. Ich beeile mich aber. Boah, ist das heiß. Ne, ja, das ist mir doch total heiß. Sie hat ja nicht umsonst keine Dampfer, da drinnen brennt. Haben wir sie alle, ja. Mein Wasser ist schwer geboten. Ja, ich komme mit zu dir. So. So, ich bin bereit. Oh. They need
Da tun wir mal Enno seine Eier verprügeln. Die Eier wurden instant kastriert. Jetzt ist meins dran. Jo, jetzt schießt man das Relaxo. Schießt man das Relaxo zurück in die Hölle. So, Relaxo, ich hab die Kette aber noch geschossen, jetzt bin ich dran. Jetzt mach ich mich selber platt. Was war ich scheiße? Kann man das sehen, was ich eigentlich für Loop-Feature nutze. Oh Gott, was ist das für ein Vieh? Boah, hast du für eine Attacke gebracht? Alter. Ich habe jetzt in jedem Kampf sofort meine Ulti gehabt. Ich hab Wasser. Das ist gut gegen Feuer. Soweit ich weiß. Jetzt habe ich keine Ulti. Weil das Mist, wie fast Instant gekillt hast, wa? Jawohl, wir haben die Arena weggeschossen. Ja, ich schon gesehen. Schau hoch ins mit rein, ne? Der Pyro schmeiß ich rein. Also brauchen wir nur mit Wasser-Pokémon angreifen. Ich für diesen Account nochmal schnell. Sehe an 5 Pokestops, wow. Das ist schon gar nicht, aber egal. Okay, dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder an derselben Stelle. Wo unter einer anderen Farbe. Ne? Jetzt tun wir uns wieder belagern. Ich kann dir leider kein Geschenk schicken. Wieso nicht? Weil du mir keins zurückgeschenkt hast. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich habe das Geschenk, glaube ich, noch nicht geöffnet. Na, meine ich doch. Mach gleich meine Folge. Ja. Okay. Gleich rein? Ich bin soweit. Okay, auch tschüss. Hast du das gerade? Ja, weil ich hatte nämlich die Quest jetzt eine sehr effektive Dingens ein. Aha. Weißt du? Ah ja, okay. Irgendwie läuft mir die Nase von dem Zeug. Ja, aber. Man merkt, dass das hier ordentliches Liquid ist. Das ist auch gar nicht. Ich habe immer eine Ulti eingepackt und ausgepackt.
schüttelt sich das Bier auch noch. Und dann haben wir uns die Arena auch wieder zurückerobert. Noch nicht verschwinden hier. Wir müssen nochmal hier bleiben. Zeit, kurz mal hier bleiben. Ich will doch Enrico reinmachen. Ich will nur kurz mal schnell die Geschenke annehmen und schon rausschicken. Habe ich einen Colin in seinem Profil drauf? Nein. Machst du das denn? Du hast ja drauf, oder? Ja. Mach ich dann. Irgendwie rieche ich voll nach Sonnencreme. Ich glaube, das kommt von dem Zeug. Ich rieche nach Sonnencreme, das riecht doch nicht nach Sonnencreme. Ein bisschen so heiß eingestellt. Okay, jetzt geht das Ringelbeats mit Anfassen weiter. So, und da kommen wir wieder von der Sonnenscheinküste. Ich muss noch mal ganz kurz in die Arena. Ich bin gleich wieder zurück, ich will nur drehen. Ich habe das Drehen in der Arena vergessen. Wir haben die ganzen Accounts hin und her gewechselt. Wir haben es geschafft. Zeno Enno hat ein Level Up, das ist jetzt Level 10. Freuen wir uns mal, sowas noch gar nicht. Und Enrico ruft an. Oh, das ist immer wieder sowas Nervisches. So. Wenn wir schnell leiern, das war nämlich das, was ich eigentlich machen wollte, deshalb ich nochmal zurückgeladen bin und dann kriege ich einen Anruf. Was für ein Scheiß. So. Heißt da. Du hast ein Geschenk von mir erhalten, was am Rande. Du hast auch wieder eins erhalten. Ach so. Du, du bist mir zu schnell. Ich sollte aufhören, weniger zu rauchen. Ich bin dicht, Alter. Nee. Pack mal deine Wampe ein. Ach. Ich weiß, dass ich eine fette Sau bin. Kann ich dir das sehen? So. Es ist meine! Nein! Ja. Noch unsere! Ich die zweite muss aufhören zu rauchen, also! Und ich bin leider gezwungen mitzumachen! Ach komm, als ob du dich zwingen willst! Wenn ich weiter rauche, kannst du genauso gut auch weiter rauchen. Das macht dann gar keinen Effekt mehr. Müssen wir das wieder in der Aufnahme diskutieren? Du hast angefangen. Nee, du. Nein. Ach, egal jetzt. Ihr habt doch alle im Buckel. So. Fangen wir mal schnell das Vieh hier. War eine Belohnung. Sowieso wieder cutten. Ja, ich weiß. Das ist ja doch cuttete Folge hier. Das ist ja nicht normal. Okay, wir sehen uns nachher kurz. Kurzen Cut, wird er. Ja, wir haben ja Schneidekunst, da geht das ja. Wir haben nämlich schon 5 vor 4. Komm ich schon mit der Ball. Gott, wir finden nur eine Aufnahme. Schön.
Wollte ich nur mal mitteilen. Das heißt, ich bin der Arschloch. Also geh mal weiter, ne? Jo. Soll ich das in der Aufnahme erwähnen? Ah, geil. Ich erwähne mal, was ich hier so am Rande. Da wird sich einer verdammt ärgern, dass er nicht mitgekommen ist. Vielleicht auch zwei. Na, der eine, der ärgert sich da eher weniger. Der ist doch bei Oma 1. So. Wir sind nämlich gerade auf Aufnahmerunde. Noch eine Runde. Und wir essen lecker Eis. Bei ungefähr... Ich denke, kannst du mal rausfinden, wie wir gerade haben? Nee, du hast mein Handy. Oh, ist das heiß. Erstmal dreh ich. War mir ja klar. Und erstmal fahren wir darum. War mir klar. Ja. Boah, das liegt ja weg, Alter. Und nicht der Akku, sondern das Verdampf hier oben liegt. Und Liste und Plan haben wir heute teilweise bewölkt. Passt. Das ist einmal passt das Wetter. Hast du jetzt schon geguckt, wie wir waren, oder? Nein, ich habe nur hier oben reingeguckt. Du musst auch in den Spiel rausgehen. Angeblich 27 Grad. In Leipzig sind es 30. Die 27 und 30. Nobel, nobel. Nobel geht die Welt runter. Immer? Weil ich weiß, das Eis schmilzt schneller, als ich es essen kann. Guck mal, kommt unser Bus. Nein. Richtig? Nee, da willst du schnell nicht mehr hin. Also, so Ankündigung hier, haben wir vorhin besprochen, ne? Im Laufe des kommenden Wochenende wird es einen Livestream von Pokémon Go geben. Da wird aber nächste Woche Dienstag? Und wann kommt das Pokémon? Dienstag, ne? Wird die Pokémon Go-Folge dafür ausfallen. Ich habe keinen Bock jetzt vorzuproduzieren. Ich habe keine Zeit dafür. Ich hoffe mal, dass dafür Verständnis herrscht. Ach Mann. Hm? Du wolltest doch deine Brille mitnehmen.
Wäre auch nicht bis morgen ganz. Wäre auch nicht bis morgen ganz. Nö, bald. Aber da war die, wer die Chance größer, dass sie bis zum Ferien Ende wieder ganz ist. Muss eine Gummibrille besorgen. Das ist ja eigentlich so eine Gummi, so eine Sportdehnbare. Aber eben nicht so weit. Die Brille, die ich früher hatte, kann man einen Knoten reinmachen. Weißt du? Also laut Map haben wir noch ein ganz Stück vor uns. Ja, man muss aber überlegen, dieser Laden versucht ja auch noch zu überleben. So wenig Kunden wie der hat, muss er sich ja was einfallen lassen. Aber so verkauft er doch noch mehr. Das ist ja die Unlogik dahinter. Ich verdiene nichts, muss ich teurer machen. Mach ich es aber teurer, verliere ich meine Kunden. Kommt so oder so scheiße. Egal wie das war. Weißt du? Ja, wir haben es bald geschafft. Ist es zu viel, das heißt? Ich konnte noch nie laufen, und eben zu klein. Ich muss es mir in der Zeit angewöhnen. Sonst, wenn ich unter Druck stehe, so kriegst du ein Brötchen in der Hand gedrückt, dann muss ich leider wieder los. Stellt euch so mal wie alle anderen, warten, bis sie mal Zeit haben zum Essen, kann ich es natürlich nur schon irgendwie rein. Dass ich da überhaupt was drin habe. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wir können ja morgen auf dem Weg ja mal versuchen, um mal ein bisschen aufzunehmen. Pokémon. Also im Weg nach Leipzig. Irgendwas so an der Zwischenhalt oder so. Kannst du auch irgendwann mal ohne YouTube? Nö, soll mein Job werden. Ja, aber nicht, wenn man auch Ausflug macht. Ja, aber was soll ich denn machen? Hier kriegst du so gut wie gar nichts. Auf dem Weg kann ich vielleicht was Besseres kriegen. Mal als Abwechslung. Dann hör auf mit dem Livestream. Also mach den Livestream, sondern eine Folge. Oder zwei, drei. Ja, der Livestream wäre ja auch bloß eine Stunde. Und wir rennen ja trotzdem noch weiter rum. Ich muss auch wieder an mein Internet denken, wie schnell es mir runterradert, wenn ich Livestreame. Deswegen kann ich ja aufnehmen.
Na, mal gucken. Die Folge wird am Dienstag sowieso ausfallen, ob du streamst oder nicht. Weißt du nicht mal, das macht, so macht das nicht mal der größte Let's Player. Ja, ich hab's ja nicht anders gerade. Toll, der hat durch die Ritze geschossen. Hatte schon die Sau. Noch einer. Hey, meine Eier schlüpfen gerade, Alter. Ja. Bleiben die, oder wie das hier ist? Ja, genau. Upsa. Verzeihung. Verzeihung, ich bin wieder geil. So. Schein. Soll ich mal das geben hier? Ich bin schon 10 Tage in der Arena. Was macht der hier? So. Ach ja. Du musst mir echt überlegen, wie viele Pokémon-Accounts ich drauf habe auf der Kiste. Das ist nicht normal. Oder was sagst du dazu? Es sind ja 6 Accounts, eigentlich war das ja, bis Rico sagt, das sind 7. 7 Pokémon-Accounts sind das insgesamt. Naja, ist egal. Ist egal! Ja gut, dann wird sich hiermit auch die Folge dem Ende nähern. Und ja. Ja, fürs Zuschauen. Daumen da lassen. Oh, Daumen hoch, würde ich sagen. Was weiß ich. Jo. Und dann ciao. Und tschüss. Ja, oh, oh, Liebe 2.